Ich heiße Heidi. Du nimmst das Mädchen heute mit auf die Alm. Denk dran, sie kennt die Berge nicht. Wie heißt du eigentlich? Peter. Zeigst du mir da mal, wie man das macht? Den kleinen Wirbelwind aus den Schweizer Bergen kennt jeder. In mehr als 50 Sprachen übersetzt und über 50 Millionen Mal verkauft, ist Heidi das erfolgreichste deutschsprachige Kinderbuch aller Zeiten. Ab Dezember erobert das kleine Mädchen mit dem großen Herzen die Kinos. Guten Morgen, Geißen. Das ist ein revolutionäres Buch gewesen seinerzeit. Und das ist im ganzen deutschsprachigen Raum so. Wenn man den Roman genau liest, merkt man, dass der sehr authentisch ist und gar nicht kitschig oder extra bewusst kindlich. Heidi wurde eben so ein Mythos. Das ist eher die Problematik, die man hat. Also ich bin froh, dass ich mich zurückbesonnen habe auf das literarische Werk. Wir halten uns ans Buch, verfilmen dieses Buch. Und weg mit dem Mythos. Guten Morgen, Großvater. Trink deine Milch. Um die richtige Heidi und den passenden Geißenpeter zu finden, wurden über 500 Kinder gecastet. Mit Anouk Steffen und Quirin Agrippi hat das Team schließlich die perfekte Besetzung gefunden. Beide standen zum ersten Mal vor der Kamera. Umso spannender war für sie die Zeitreise ins 19. Jahrhundert. Es war von Anfang an total toll, einfach mal so von modern zu alt springen. So ganz kurz und am Abend, da ist man wieder in modernen Zeit eigentlich. Kann man sich schon in dieser Welt ein bisschen verlieren, aber man muss da immer wieder raus. Ist eigentlich noch sehr schön, aber auch hart. Dem Almöhi-Darsteller Bruno Ganz fiel es leicht, in das Leben seiner Figur einzutauchen. Was auch viel mit der Kindheit der Schweizer Schauspiellegende zu tun hat. Ich bin als Kind oft aufs Land geschickt worden und bin deswegen nicht ganz so direkt aus der Stadt zum ersten Mal an die Landwirtschaft ist. Ich weiß, wo die Milch herkommt. Aber trotzdem, Ziegen melken, Holzspalten mit Sensen und all diese Sachen. Und da muss man schon ein bisschen üben. Heidi, wie würde es dir gefallen, in einem ganz schönen großen Haus zu wohnen? Wo ist Heidi? Ich bin Clara. Clara ist ein sehr einsames Mädchen und ein sehr zurückgenommenes. Sie lebt nur mit Fräulein Rottmeier in einem riesengroßen Haus und hat feste Regeln, was sie machen darf und was nicht. Wir essen hier mit Besteck. Für mich hätte man es nicht optisch besser treffen können, Clara und Heidi. Und es ist großartig, an so ein Set zu kommen. Und es sieht hier so aus, wie das hier aussieht. Und plötzlich ist diese ganze Welt real. Entschuldigung, ein Lumpe. Lumpe? Setz dich hin, Adelheid! Tinet! Silence! Auch Fakio Goethe-Star Jella Hase ist mit an Bord. In Heidi spielt sie das Hausmädchen Tinet. Auf ihr Mitwirken an diesem Film ist die Schauspielerin besonders stolz. Hier hat man wirklich das Gefühl, man dreht was Besonderes, man dreht historisch, man verfilmt Heidi. Ich finde es einfach so schön, mir das auch anzugucken, wenn dann Heidi und Clara am Tisch sitzen und die sind Heidi und Clara einfach. Und das ist so was Besonderes und ich freue mich total, das dann auf der Leinwand zu sehen. Tee? Gütiger Gott, Mamsellchen dürfen sich nicht so anschleichen. Entschuldigung. Ich habe das Drehbuch auch so geliebt, wie offen sie mit allem umgeht und diese Liebe auch zu diesem merkwürdigen Großvater, der auch erst so unheimlich ist. Aber sie trägt das alles, ist eigentlich unheimlich kraftvoll auch. Großvater! Heidi ist ein Held, das ist ein unglaubliches Menschlein, das ist großartig. Sponers Verfilmung bringt sicher nicht nur Kinderaugen zum Leuchten. Das Wiedersehen mit Clara, dem Almöhi und allen anderen liebenswerten Figuren wird auch die großen Kinogäste verzaubern. Von der deutschen Filmbewertungsstelle gab es für Heidi das Prädikat besonders wertvoll.